Hallo liebe Leute, sind wir wieder. Und heute machen wir so eine Art Lachsblechkuchen. Das ist ein herzhaftes Blechrezept und ich habe mir gedacht, das muss ich euch mal zeigen. Das ist richtig lecker. Wir machen das mit Räucherlachs und einem schönen Mürbeteig dazu. Und ja, ich habe mir gedacht, das war's für euch. Deswegen bleibt einfach dran, wenn ihr Lust habt. Und wenn das Video euch gefällt, lasst einfach hier ein Abo auf YouTube und ein Like auf Facebook da. Da freue ich mich immer drüber. Und dann starten wir jetzt. So, dann nehmen wir uns 125 Gramm Butter und schneiden diese in kleine Flöckchen und geben die dann gleich in die Schüssel zum Mehl, das wir noch drin haben. Denn wir werden jetzt hier noch 250 Gramm Mehl dazugeben, also doppelte Menge an Butter. Und dazu nehmen wir dann Mehl. 250 Gramm, wie ich gesagt habe. Und dann geben wir die Flöckchen hier rein. So, da wir ja einen herzhaften Mürbeteig machen, weil süß einfach nicht passt, brauchen wir natürlich Pfeffer und Salz. Dann geben wir noch etwas Dill dazu. Ich nehme jetzt hier gefrorenen Dill, weil Dill und Lachs sind ja schon beste Kumpels. Das bietet sich also an, den Dill hier zu verwenden. Und dann kommt noch ein komplettes Ei dazu. Und wenn ihr kein Ei mögt, gebt ihr einfach 3 bis 4 Esslöffel Wasser dazu. Ich würde erstmal mit 3 Esslöffel anfangen und dann könnt ihr euch immer noch steigern. Und den werden wir jetzt einfach zu einem ordentlichen Teig verkneten. Das ist jetzt hier einmal unser Mürbeteig. Der sieht ja richtig schön pigmentiert aus durch diese grüne Farbe von dem Dill. Und jetzt geben wir den einfach auf eine bemehlte Arbeitsfläche. Und dann wird dieser einfach zu einem Ball geformt. Könnt ihr schon alles ein bisschen andrücken in der Schüssel. Wenn wir den einmal zu einem schönen, homogenen Ball geformt haben, werden wir die Masse einmal in einem feuchten Tuch oder in, wie soll ich sagen, Klarsichtfolie, nein, wie heißt das, Frischhaltefolie einwickeln und eine halbe Stunde im Kühlschrank nochmal ruhen lassen. Dann zieht der Teig noch ein bisschen an und dann können wir den gleich nochmal schön ausrollen. Nun den Teig ausrollen. Ich habe den schon mal ein bisschen bemehlt ausgepackt. So, dann werden wir jetzt den einmal aufrollen, den Teig. Und dann kommt der, wie gesagt, einmal auf ein Backpapier. Und dann werden wir den jetzt gleich belegen, aber vorher werden wir erstmal ein bisschen Käse reiben, weil der nämlich noch als Topping oben drauf kommt. Und das ist der nächste Schritt. So, ich nehme hier mittelalten Gouda und den werde ich einmal so weit zuschneiden, dass ich hier gleich noch was ordentlich runterreiben kann. Wir brauchen hier doch keine geringe Menge an Gouda. Und dann einfach runterreiben, grob in dem Fall, der schmilzt ja sowieso. Wir brauchen ungefähr 250 Gramm. Nun 4 Eier dazugeben. Und zwar geben wir die 4 Eier in eine Schüssel rein. Und ich habe, glaube ich, diesmal haben die Eier keine Karotten zu fressen bekommen. Seht ihr die helle gelbe Farbe? Und bevor wir jetzt hier anfangen, die Eier zu verquirlen, geben wir schon mal Salz und Pfeffer dazu. Wir haben zwar schon einiges im Teig drin, aber Teig zieht hier auch viel. Und wir geben jetzt hier wieder ordentlich was rein an Pfeffer. Aber nicht ganz so viel Salz. Und das verquirlen wir jetzt. Des Weiteren reiben wir dann noch Muskatnuss rein. Und wir geben noch etwas von unserem Dill dazu. Jetzt habe ich mich gerade spontan entschieden, den Teig einmal vorzubacken. Und dazu nehmen wir dann ein paar Bohnen und geben die einfach da drauf. Und dann wird der Teig jetzt einfach vorgebacken, ungefähr 10 Minuten. Und dann lassen wir den wieder abkühlen und können schon den Lachs drauf geben und dann die Creme. So, nachdem wir ja kurz die Bohnen fertig gemacht haben, heben wir jetzt einfach noch den Käse unter. Und wenn ihr keinen Dill nehmen mögt, dann nehmt einfach was anderes. So, dann haben wir jetzt hier den Teig schon mal. Die Bohnen sind schon ein bisschen geröstet hier, sehr schön. Und ihr seht da überall, wo die Bohnen nicht richtig lagen, hätte vielleicht ein bisschen mehr drauf geben, dann ist der Teig hochgekommen. Was jetzt an sich nicht schlimm ist, ich werde jetzt gleich einmal runterholen, die Bohnen hier, komm ab, zurück ins Glas. Aber wir werden es erstmal ungefähr 10 Minuten auskühlen lassen, wenn es kalt draußen ist, gerade im Winter, so wie jetzt beim Drehen. Kann man es auf den Balkon stellen, dann wird es schneller kalt. Ansonsten einfach nur kurz, wie gesagt, auskühlen lassen, dass es einigermaßen Zimmertemperatur hat. So, jetzt habe ich hier Lachs. Den Lachs legen auf unsere aufgekühlte Form, beziehungsweise unsere ausgekühlte, was haben wir gemacht? Mürbeteigmasse und dann geben wir einfach noch die
Creme hier oben drüber. Ich lege die Scheiben einfach so da drauf. Ich habe mir hier 400 Gramm Lachs besorgt. Das sollte für ein Blech locker reichen. Der Vorteil von so einem angebackenen Boden ist, das werdet ihr schon mal, bestimmt schon mal erlebt haben, wenn ihr zum Beispiel eine Tarte macht und der Boden einfach so in die Form gegeben wird, in die Flüssigkeit oben drauf, dann wird der Boden oft unten vielleicht ein Ticken krosser, aber an den Seiten etwas, oder beziehungsweise der Teig dann, wenn er weiter nach höher kommt, zur Masse hin, matschig. Und wenn wir schon einen krossen Teig haben, dann nimmt das schon mal nicht so viel Flüssigkeit auf und der bleibt auch relativ kross. Und das ist einfach das ganze Geheimnis des Anbackens und das ist halt auch recht schön. Des Weiteren verkürzt natürlich auch die Backzeit. Und ihr seht einfach mal hier, wie schön die Tarte ist, beziehungsweise ja, dieser Blechkuchen. Jetzt hier noch einmal durchrühren. Und dann könnt ihr das einfach so darüber geben. Es wird sowieso noch alles zerlaufen. Ich streite es hier ganz gerne bis zum Rand oben hin. In der Mitte kann auch was frei bleiben, das kann ruhig dahin dann laufen. Und dann werden wir das alles jetzt nochmal ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten bei 180 Grad Umluft, 200 Grad Ober-Unterhitze, mittlere Schiene ausbacken. Und dann mache ich noch ein Foto davon und dann haben wir eine richtig leckere Tarte und ich bin glücklich und ihr hoffentlich jetzt nachgemacht habt auch. Und schickt mir mal eure Lieblingstartrezepte in die Infobox oder in die Kommentare. Dann kann ich auch mal welche nachmachen, wenn ihr Bock drauf habt, würde ich mich drüber freuen. So, und das ist dann die Tarte und die sieht ja schon richtig lecker aus. Und jetzt werde ich das einfach noch mal fotografieren für euch und bin dann raus. Und das war's dann auch schon wieder. Die Tarte sieht ja richtig lecker aus. Wenn ihr es mal nachgemacht habt, schreibt es in die Kommentare. Schickt mir eure Fotos wie immer in die Facebook-Pinnwand oder mit dem Hashtag natürlich lecker. Und dann bin ich raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.